Herzlich willkommen beim Pater. Schön, dass du da bist. Heute bin ich wieder unterwegs unter dem Titel Menschen treffen, die von Gott berührt worden sind. Heute habe ich zu Gast einen lieben Freund, das ist der Henry, den ich schon seit einigen Jahren kenne. Er ist Student, aber er wird euch von sich selbst besser erzählen können, was er gerade macht. Henry, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du zu diesem Interview bereit bist. Henry, stell dich doch einfach mal unseren Leuten vor. Ja, sehr gerne. Ich bin der Henry. Ich bin 18 Jahre alt und momentan Student. Ich studiere Maschinenbau und vorher war ich an einem katholischen Gymnasium. Hab da mein Abitur gemacht und bin jetzt gespannt, wie sich das Studium entwickelt, wie ich mich hier in meinem neuen Studium einfinde und genau. Ja, ist ja nicht so einfach, nicht? Von der katholischen Schule zu kommen und dann plötzlich in die weite Studentenwelt zu kommen. Wie war denn doch für dich so als junger Mensch so dein Eindruck von dieser Schule? Was war da Besonderes? Ich meine, du hattest ja auch die Möglichkeit, an eine normale staatliche Schule zu gehen. Warum hast du diese Schule gewählt und was war für dich da besonders? Also ganz am Anfang als Fünftklässler, da fand ich die Schule einfach besser. Also da habe ich mir dann noch gar nicht so diese großen Gedanken drüber gemacht. Aber mit der Zeit hat man gemerkt, in der Schule ist so ein ganz anderer Umgang miteinander. Also die war auch etwas kleiner, ganz klein jetzt nicht, aber nicht die größte Schule. Und deshalb kannte man sich untereinander, man hat aufeinander Acht gegeben. Und man hat gemeinsam auch den Glauben gelebt. Also wir hatten auch zu den Festtagen, hatten dann auch immer Gottesdienste. Und das war auch so ein bisschen, wo man gemerkt hat, okay, wir als Schulgemeinschaft, wir sind nicht nur hier, weil wir irgendwie Abitur machen möchten oder auf diese Schule gehen möchten, sondern da ist noch was, was uns irgendwie zusammenbringt und eben der Glaube, genau. Ja, schön. Also der Glaube ist für dich wichtig. Du bist in einer katholischen Familie, glaube ich, aufgewachsen. Und ja, wie hast du denn mit Gott und so und mit Kirche und mit dem Glauben Kontakt bekommen? Wie war das bei dir? Also ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen und natürlich dann durch meine Eltern, die haben mir so ein bisschen den schon mitgegeben mit der Kindheit, genau. Aber dann bin ich zur Kommunion gegangen, wir sind auch immer in die Kirche gegangen am Sonntag beziehungsweise am Samstagabend in die Vorabendmesse und dann habe ich einen Austausch gemacht nach Frankreich und dort habe ich auch in einer katholischen Familie gelebt und da bin ich dann auch Messdiener geworden und da hat sich bei mir nochmal so ein bisschen der Glauben weiterentwickelt. Also aus diesem kindlichen Glaubensvorstellungen so ein bisschen so ein reflektierterer Glauben. Ja, warum glaube ich an Gott? Was ist Gott für mich? Und wie gehe ich auch mit dem Glauben in meinem Alltag um? Und dann bin ich da Messdiener in Frankreich geworden und dann nachher auch hier in meiner Heimatgemeinde und habe halt gemerkt, ja, der Glaube, der ist was, ja, wo ich dran glaube natürlich. Und der mir auch irgendwie Kraft gibt und der auch dazu macht, dass ich nicht einfach nur still sitzen kann, sondern auch irgendwie was tue durch den Glauben. Das heißt also, gut, du warst Messdiener, ganz klassisch klingt das, aber irgendwann kam dann so dieser Punkt, wo du gesagt hast, naja, von diesem kindlichen Glauben oder von diesem selbstverständlichen Glauben wird es jetzt zu einem Glauben, der, ja, wie sagt man denn da, eine eigene Entscheidung hat, ne? Und du sagst, Gott gibt's und ich interessiere mich auch dafür. Hast du denn Freunde gehabt, mit denen du auch in diesem Bereich ja, Erfahrungen teilen konntest, mit denen du über den Glauben sprechen konntest, oder war das so eine Privatangelegenheit für dich in deinem stillen Kämmerlein? Ja, das war so ein Gemisch. Natürlich betet man auch alleine, aber ich habe auch einen guten Freund, mit dem habe ich mich halt auch öfter über Glaubensthemen unterhalten, wenn man mal irgendwie ja, über eine Sache nachgedacht hat und
das war sehr bereichernd, dass man halt auch ein paar Jugendliche im gleichen Alter hatte, mit denen man halt wusste, okay, die haben eine ähnliche Auffassung vom Glauben und mit denen kann man halt auch ein paar Dinge thematisieren und besprechen. Und das hilft einem auch dann weiter, wenn man irgendwelche Fragen hat im Lebensweg. Zum Beispiel auch, was will ich studieren, wo will ich hin mit meinem Leben? Und da waren natürlich auch ein paar gute Gespräche mit meinen Freunden sehr hilfreich. Und da hat auch der Glauben eine Rolle gespielt. Jetzt weiß ich von dir, dass du nicht nur jemand bist, der theoretisch glaubt, sondern der den Glauben auch irgendwie praktisch macht. Ich glaube, du hast da irgendwas entworfen, auch mit diesen Freunden, erfunden oder durchgeführt, was eine ziemlich coole Sache ist. Was hast du denn da gemacht? Genau, also ich bin in meiner Heimatgemeinde in der Ein-Welt-Gruppe tätig. Also wir verkaufen eigentlich immer am ersten Monat, nee, am ersten Wochenende im Monat so herum, nach allen Messen fair gehandelte Produkte und spenden den Erlös an die Frei-Alberto-Schule in Brasilien. Und alle 2 Monate verkaufen wir auch noch gespendetes Brot von einem Biobäcker, und wo wir das den Erlös dann natürlich auch wieder an diese Frei-Alberto-Schule der Franziskaner spenden, die dann halt Straßenkindern eine neue Möglichkeit gibt. Und wir sind halt auch im Gemeindeleben aktiv, also wir organisieren auch Frühschichten und so weiter und so fort. Und dann mit dem Lockdown letztes Jahr im März haben wir uns dann überlegt, okay, ja, irgendwie das Leben geht weiter auch für die Menschen in Brasilien. Und natürlich, wenn Spenden wegfallen, weil gerade woanders das Geld gebraucht wird, dann ist das schade. Und deshalb haben wir uns gedacht, okay, wir stellen diesen Lieferdienst auf die Beine und bieten den Leuten halt an, okay, wir bringen euch die Produkte nach Hause und dass ihr weiterhin fair gehandelt leben könnt und spenden den Erlös weiterhin an die Frei-Alberto-Schule in Brasilien. Genau, und das war quasi die Sache, dieser Lieferdienst. Das heißt, du hast so ein, wie heißt es, eine Welt Laden to go oder so gemacht, also einen richtigen Lieferdienst mit Freunden zusammen. Wie stellt man sich das vor? Dann ruft man da irgendwo an oder gab es eine E-Mail und dann bestellt man die Sache und dann kommt ihr vorbei. Wie ging das? Genau, also wir hatten da ganz viele Möglichkeiten. Also man konnte uns anrufen, man konnte uns anschreiben, per E-Mail, per WhatsApp. Also alles eigentlich war möglich. Genau, und dann haben wir halt die Bestellungen aufgenommen. Da wurde auf die Mailbox gesprochen oder wir haben halt den E-Mail-Verteiler, den E-Mail-Postgang gesehen, Posteingang gesehen. Und ja, dann haben wir die Bestellungen gesehen und dann geguckt, okay, wer hat gerade Zeit, wer möchte das gerade machen, und dann sind wir halt zu unserem Lager gefahren, haben dann unsere Produkte geholt und dann sind wir zu dem Kunden gefahren und haben die Produkte dahin gebracht. Wahrscheinlich klimaneutral mit dem Fahrrad, vermute ich, oder? Genau, klimaneutral mit dem Fahrrad, das ist richtig. Das war auch immer ganz gut, so im Lockdown, man hatte viel zu tun alleine zu Hause und dann war es immer ganz erfrischend, auch mal draußen ein bisschen Bewegung zu haben. Ja. Super Idee. Also das heißt, dann habt ihr wirklich viel Bestellungen auch gehabt oder hielt sich das an Grenzen? Ja, genau. Also wir haben sehr viele Bestellungen gehabt. Also das war im März war das. Hatten wir so einen kleinen Schub an Bestellungen. Dann lief es ja wieder einigermaßen. Und dann haben wir im Dezember nochmal aktiv Werbung gemacht für den Lieferdienst, weil dann quasi der nächste Lockdown kam. Und der wurde dann auch wieder angefragt. Genau. Und insgesamt haben wir auf alle Fälle gut was für den guten Zweck eingenommen und konnten das auch spenden. Ja, super. Jetzt habe ich gehört, also eigentlich steht ja in der Bibel, deine rechte Hand soll nicht wissen, was die linke tut, wenn du irgendwas Gutes tust, ne? Jetzt irgendwie ist das ja auch bekannt geworden und du hast, glaube ich, sogar einen Preis dafür bekommen, du oder die Gruppe, wie war das? Ja, genau. Also ein Gemeindemitglied war so davon begeistert von unserer Aktion, dass mein Gemeindemitglied dem WDR vorgeschlagen hat, ja, hier ist was Cooles, kommt und da gibt es vom WDR, die machen jedes Jahr, nominieren die jemanden oder verleihen den Erwin des Monats, das ist ein Ehrenamtspreis. Und dann im Monat Januar kam der WDR dann nach Borken und hat dann gesagt, hey, das finden wir cool, wir wollen da gerne darüber berichten, und haben mir dann am Ende stellvertretend für die ganze Gruppe
den Erwin des Monats Januar verliehen. Also dann bist du jetzt ein Henry Erwin des Monats Januar oder was war das? Januar? Genau, Januar ist richtig. Ja, man kann mich auch ganz normal Henry ansprechen, also. Und gibt es denn auch so ein Erwin des Jahres oder so? Genau, also von den 12 Monatsgewinnern wird am Ende des Jahres nochmal eine Abstimmung gemacht, wo dann jeder entscheiden kann, okay, welches Projekt finde ich besonders cool, und dann geht man auf die Seite des WDRs und kann dann abstimmen für den Erwin des Monats Jörner beispielsweise, dass er halt auch Erwin des Jahres wird, und dann wird der Erwin des Jahres verliehen. Also die Zuschauer, ihr seid jetzt aufgerufen, bei WDR auf die Homepage zu gehen, beim WDR, beim Westdeutschen Rundfunk, und den Erwin des Jahres zu küren. Hier hättet ihr schon mal einen tollen Erwin, der jetzt vor euch sitzt. Ja, danke, Henry. Ja, danke. Jetzt machst du das ja nicht nur, um sagen wir mal, ins Fernsehen zu kommen oder Preise zu gewinnen, sondern deine Motivation ist ja auch eine religiöse. Das heißt, du machst es ja auch aus dem Glauben heraus, weil du sagst, Christentum ist für mich auch Tat. Ja? Wie ist denn das bei dir eigentlich? Liest du so regelmäßig in der Bibel? Ist dir das Wort Gottes eine wichtige Sache? Das ist eine Sache für mich. Also ich bete auch abends und dann mal einfach ganz frei, mal an der Bibel orientiert. Genau, ich habe mal auch mal ein bisschen intensiver jeden Abend dann mal 10 Minuten drin gelesen. Jetzt ist es ein eher Teil meines Gebetes. Ja, aber die Bibel bedeutet mir auch, weil ich denke, da ist Gott auch irgendwie eher erfahrbar. Und ja, das ist mir wichtig. Ja, super. Hast du denn eine Bibelstelle, die dich so besonders berührt? Eine Lieblingsbibelstelle oder sowas? Gibt's da was? Ja, da gibt es eine Stelle, und zwar beim Gang nach Emmaus, also als Jesus gestorben ist, gekreuzigt wurde, und dann sind 2 Jünger auf dem Weg nach Emmaus, und da begegnet Jesus ihnen halt auf dem Weg dahin, und am Ende sagen die: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als Jesus auf dem Weg mit uns unterwegs war und uns die Schrift lehrte? Und ich glaube, dieses Brennen im Herzen, das ist ja mir ganz wichtig, und ich glaube, das merke ich immer wieder so. Hier ist Gott, hier ist Jesus anwesend, und diese Kraft, diese Energie, das ist wirklich sehr berührend. Und deshalb gefällt mir dieses Zitat sehr gut aus der Bibel. Ja, im Johannesevangelium steht es, glaube ich, nicht. Und also dein Herz brennt für Jesus, merkt man so richtig. Das ist wunderbar. Hast du denn jetzt an deinem neuen Studienort auch die Möglichkeit, mit Menschen, ja, mit Mitstudenten, die vielleicht auch weit weg sind vom Christentum oder von Jesus noch nie was gehört haben oder die Bibel nur als irgendwo vom Hörensagen kennen? Hast du da auch Kontakt mit denen und sprichst du über deinen Glauben auch an deinem Studienort oder ist das irgendwie schwierig? Ja, doch, das tue ich auch. Also jetzt letzte Woche war das, glaube ich, oder genau, letzte Woche Dienstag war das so. Wir haben uns getroffen, um Chemie zu lernen, und dann sind halt 2 Freunde hier in mein Zimmer gekommen, und dann hat der eine auch das Kreuz gesehen und hat gefragt, ob das ein Thema für mich ist, und da habe ich gesagt, ja, das ist ein Thema, und dann haben wir uns halt über den Glauben ausgetauscht. Genau, und wir haben uns vorgenommen, okay, die beiden standen dem Glauben jetzt nicht so nah. Wir hatten nicht so viel mit der Kirche zu tun, und jetzt wollen wir am nächsten Sonntag gemeinsam in den Gottesdienst gehen, dass sie nur noch mal so ein bisschen gucken, okay, wie sieht es da jetzt aus mit dem Glauben? Und generell, ja, spreche ich da auch drüber und bin da ganz, ganz offen, und weil ich glaube, das ist mir halt auch eben wichtig. Ja, super. Also das finde ich ja großartig, nicht? Wenn Christen dort, wo sie sind, einfach andere einladen und mitnehmen und von Jesus sprechen, nicht? Die nicht mehr in die Kirche kommen und dem Pastor oder dem Pfarrer zuhören, da bist du sozusagen der Pastor oder der Pfarrer dann vor Ort an der Uni. Großartig, finde ich wunderbar. Ja, lieber Henry, ich wünsche dir, dass dein Erwin des Monats abgegradet wird zum Erwin des Jahres. Aber ich wünsche dir noch mehr, dass du diese Erfahrung machst, dass das Herz brennt, wenn du in die Gegenwart von diesem Jesus kommst und seine Nähe einfach spürst. Das wünsche ich dir natürlich Gottes Segen für dein Studium, das jetzt angefangen hat und dass du mal ein ganz guter Maschinenbauer wirst. Denn
Auch im Maschinenbau muss der Heilige Geist mit rein, damit was Gescheites gebaut wird für die Welt und die Ja. Menschheit. Ja, danke dir ganz herzlich. Liebe ja, Mitzuschauer, Zuschauerinnen, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ihn teilt und vielleicht auch diesen Kanal abonniert. Euch alles Gute, eine gute Zeit und ja, lasst euch von diesem Jesus berühren, damit auch euer Herz anfängt zu brennen. Tschüss.